Die Landesmeisterschaften sind für viele Ortsgruppen ein Höhepunkt im Vereinsleben. Bei der Durchführung der Wettbewerbsdisziplinen werden nicht nur schwimmerische Kenntnisse und Kondition verlangt, sondern auch theoretisches Wissen im Rettungsschwimmen. Das ist für uns besonders wichtig, weil es hat zwei Komponenten. Das eine ist, wir prüfen die Leistungsfähigkeit unserer Mitglieder. Wir sehen, auf welchem Leistungsstand die einzelnen Kreisverbände sind. Und das zweite ist natürlich in den Kreisverbänden, es ist eine Motivation für die Mitglieder, um an der Vereinsarbeit auch teilzunehmen. Also man sagt, ich möchte da unbedingt mit dabei sein, möchte gut sein. Und das wiederum fördert natürlich auch das Vereinsleben. Schließlich gibt es knapp 5000 Mitglieder bei der Sächsischen Wasserwacht. Allesamt sind ehrenamtlich tätig. Dabei absolvieren sie jährlich ca. 20 Lebensrettungen und rund 2000 Erste-Hilfeleistungen. Die Hauptaufgabe ist die Verhütung von Unfällen am und im Wasser. Und da muss man einfach sagen, wir sind dafür verantwortlich, dass die Schwimmfähigkeit besser wird hier im Land und natürlich, dass die Wasserflächen sicherer werden, weil Wassersport nimmt immer mehr zu, das Freizeitangebot nimmt zu und das müssen wir absichern. Und um Letzteres zu können, muss man ständig trainieren. Bei den Sachsenmeisterschaften sind so im Wasser 6 Staffeldisziplinen, wie zum Beispiel das Schwimmen mit Bekleidung, zu absolvieren. Der zweite Teil besteht aus einem Erste-Hilfe-Parcours, wo Unfallsituationen realitätsnah dargestellt werden, bei denen die Teilnehmer ihre Kenntnisse nachweisen müssen. Die Bandbreite reicht dabei vom Strandklassiker der Schnittwunde am Fuß bis zur Herz-Lungen-Wiederbelebung. Und der Bedarf an gut ausgebildeten Rettungsschwimmern, gerade im entstehenden Lausitzer Seenland, steigt. Hierfür will man künftig länderübergreifend ein Büro einrichten, welches Einsätze in Sachsen und Brandenburg koordinieren soll.